Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu einem kleinen Jahresfazit von 2012. Dieses Video soll ein kleiner Vorbote sein zum großen Jahresrückblick, der am 31.12. natürlich hochkommt, also am letzten Tag dieses Jahres. Und zwar werde ich einfach im Hintergrund einige kleine Battlefield 3 Clips, die ich so noch auf der Platte habe, einspielen, damit ich diese ja zum neuen Jahr quasi auch loswerde und so ein bisschen meine Festplatte freimache, denn Gameplays habe ich noch einige auf der Festplatte, die ich verwenden kann, aber diese, sag ich jetzt mal, Gameplay-Schnipsel und kurze Clips, die man eben nicht als komplettes Gameplay nehmen kann und die ich mir irgendwie aufbewahrt habe, von wegen, ja, die könnte man vielleicht mal für irgendeine Montage gebrauchen, die haue ich eben jetzt und auch in dem großen Jahresrückblick am 31.12. raus. Und in diesem Jahresrückblick soll es eben vor allem darum gehen, wie sich mein Kanal und ich als Kommentator im Jahre 2012 entwickelt hat. Und in diesem kleinen Vorbote soll es allerdings so um ein paar Eindrücke gehen, so meine Top-Listen des Jahres 2012. Dazu gehört also, welche Spiele habe ich am meisten in 2012 gezockt, welche Kommentatoren fand ich in der deutschen und in der englischen Szene am besten und ansonsten noch ein paar kleine Hinweise und Informationen für die Leute, die Gast-Gameplays eingeschickt haben. Das heißt, wenn ihr mir ein Gast-Gameplay eingeschickt habt und dieses noch nicht dran gekommen ist, bleibt bitte bis zum Ende dran, dann kriegt ihr noch ein paar Infos und außerdem kriegt ihr am Ende noch eine Empfehlung, wie ihr nicht nur von mir, sondern von der ganzen Kommentatoren-Szene ein bisschen mitbestimmen könnt, wie die Inhalte im Jahre 2013 aussehen, um das eben auf euch als Abonnenten ja zu schustern quasi. Aber kommen wir doch jetzt einfach mal zu meinen Top 3 besten Spielen im Jahre 2012 und hierzu muss man einfach sagen, die Spiele, die ich jetzt vorlese, sind jetzt nicht in einer bestimmten Reihenfolge, sowas wie Platz 1, 2 und 3, sondern es sind im Grunde meine Top 3, die alle auf Platz 1 sind, sage ich jetzt mal. Und ganz vorne mit dabei ist Battlefield 3. Dieses ist zwar nicht wirklich im Jahre 2012 rausgekommen, allerdings sind natürlich die meisten DLCs rausgekommen und außerdem nominiere ich hier auch Spiele, die ja schon früher rausgekommen sind, die ich aber trotzdem im Jahre 2012 richtig viel gezockt habe. Und dazu gehört eben vor allem Battlefield 3, denn Battlefield 3, finde ich persönlich, hat gerade durch die DLCs so viel an Fahrt aufgenommen und so viel an neuen Sachen in das Spiel reingebracht, dass dieses Spiel eins der umfangreichsten Spiele ist, die jetzt im Moment auf dem Markt sind. Die PC-Version ist wirklich grafisch und auch vom Gameplay her, also gameplay-technisch, komplett einwandfrei. Und spielt sich einfach super. Und wenn ich auf kein anderes Spiel Bock habe, kann ich immer noch in Battlefield 3 reingehen, denn Battlefield 3 bietet mir im Grunde alles, was mir jedes andere Spiel bieten kann, nur noch viel mehr. Denn ich meine, es gibt Close Quarters, wenn man gerade auf Call of Duty Action steht. Es gibt Armored Kill, wenn man gerade irgendwie darauf steht, jetzt große irgendwie Panzergefechte und Jetgefechte irgendwie dahin zu legen. Und dann gibt es eben auch noch Aftermath, wenn man irgendwie ausgefallene Modi ausprobieren will, wie Gunmaster oder Scavenger. Ja, und deswegen ist Battlefield 3 ganz vorne mit dabei bei den besten Spielen von 2012. Das nächste ist jetzt kürzlich erst im November rausgegeben worden, und zwar ist das Far Cry 3. Und darüber habe ich ja bereits schon in einem Commentary geredet. Wie gesagt, das Multiplayer-Review kommt noch, folgt noch im Jahre 2013 irgendwann. Das Singleplayer-Review, wer das noch nicht gesehen hat, bekommt es jetzt am rechten Bildschirmrand verlinkt. Da habe ich mich ja so ein bisschen über Far Cry 3 ausgelassen und ich finde die Story einfach wahnsinnig geil gelungen. Es gibt noch einen Koop mit einer absolut davon unabhängigen Story. Es ist ein wahnsinnig umfangreiches Spiel und hat dazu auch noch einen nicht allzu schlechten Multiplayer, obwohl das Spiel ganz sicher nicht auf den Multiplayer ausgelegt ist und ist deswegen auch ein absolut geiles Spiel und auch grafisch sehr gut gelungen, weswegen ich immer wieder Spaß habe, in dieses Spiel zurückzukehren. Und das letzte Spiel ist schon sehr, sehr lange draußen. Ich weiß gar nicht, seit 2008 vielleicht? Ne, 2007 wahrscheinlich. Und zwar ist das Battlefield Bad Company 2. Einige von euch werden sich daran erinnern, dass ich dieses Mal als mein Lieblingsspiel im Grunde gekürt habe. Und das ist es eigentlich auch immer noch. Ich habe mit Bad Company 2 absolut geil viel Spaß. Frostbite Engine finde ich persönlich in Bad Company 2 fast besser gestaltet als in Battlefield 3 an einigen Stellen. Und mir macht einfach das Spiel wahnsinnig Spaß. Das Einzige, was im Grunde den Schein ein bisschen trügt, weswegen ich auch Battlefield 3 letztendlich besser finde als Bad Company 2, ist, dass im Grunde die Maps nach und nach ein bisschen ausgelutscht sind, weil es gibt, glaube ich, nur eine Anzahl an Maps, die man wirklich an ein bis zwei Händen abzählen kann und diese sind sich teilweise auch sehr, sehr ähnlich, was bedeutet, dass das Spiel ab und zu ein bisschen ausgelutscht wirken kann, insbesondere in Bezug auf
sage ich jetzt mal, die Maps, ja, ganz klar. Aber trotzdem, meine Top 3 sind damit niedergeschrieben. Battlefield 3, Far Cry 3 und Bad Company 2 waren die Spiele, die ich am meisten im Jahre 2012 gezockt habe und mit denen ich am meisten Spaß hatte. Kommen wir jetzt zu der Kategorie beste Kommentatoren. Welche Kommentatoren fand ich persönlich jetzt am besten? Und da teilen wir das Ganze nochmal natürlich auf in die deutsche und in die amerikanische Szene, denn ich persönlich finde, oder amerikanische Szene ist jetzt falsch, aber die englische Szene, also die englischsprachige Szene, denn wir haben auch einen britischen Kommentator dann bei diesen Top 3 dabei. Also jeweils drei Kommentatoren, die ich in diesen beiden Szenen sehr gut fand. Ich bin in beiden Szenen eigentlich relativ aktiv und im Jahre 2012 haben mir in der deutschen Szene am besten gefallen Dr. Pressure mit seinen sehr kompetenten Commentaries, seinen sehr hilfreichen Dr. Pressure erklärt Folgen und jetzt letztendlich natürlich auch den extra Sympathiebonus durch sein Spendenprojekt im Dezember, dass er eben die Einnahmen durch seine Partnerschaft im Monat Dezember komplett spendet. Dann Alex Pato, der einfach für mich ein sehr sympathischer Kerl ist, sehr sympathische Commentaries damit auch macht. Natürlich als PCler so ein bisschen meine Ambitionen für diese Plattform teilt und wie ich finde auch sehr interessante Commentaries meistens macht. Und als letztes Willy Pete Cast. Ich weiß gar nicht, wer von euch den im Grunde kennt. Ein guter Kollege von The Self-Owned im Grunde. Über ihn habe ich ihn, den im Grunde auch kennengelernt. Der macht eben sehr interessante Commentaries, die für ihn eben keine Commentaries sind, sondern vor allem Gamecasts, die er im Grunde dazu nutzt, um in einem Gameplay eine bestimmte Klasse vorzustellen und dann Teile des Gameplays aber auch wie eine Art Cast eben kommentiert, so als würde er gerade dieses Gameplay live kommentieren wie ein Fußballkommentator. Auf jeden Fall eine sehr interessante Mischung, auch sehr, sehr kompetente, sehr flüssige, sehr gut bearbeitete Commentaries kann ich in dieser Stelle nur empfehlen. Natürlich sind auch nochmal die Links zu allen Kommentatoren und allen Videos, die ich in diesem, im Rahmen dieses Videos erwähnen sollte, in der Beschreibung. In der amerikanischen bzw. englischen Szene, meine Top 3 sind ganz vorne mit dabei Jericho, den einige von euch vielleicht kennen, ein sehr unterhaltsamer Kommentator, der mit vielen seiner Live-Commentary-Serien strahlt und im Grunde einfach ein verdammt witziger Kerl ist, bis zu dem Punkt, dass ich wirklich teilweise vor Lachen unter dem Tisch liege, was wirklich bei den meisten Kommentatoren wirklich nicht der Fall ist. Dann Frankie on PC in 1080p, da habe ich wirklich ausnahmslos jedes einzelne Video im Jahre 2012 von diesem Kommentatoren geguckt. Auch sehr interessante Commentaries von der Videobearbeitung her, so ziemlich mein Top-Vorbild, sage ich jetzt mal. Und dabei auch sehr, wie gesagt, sehr kompetent, trotzdem auch sehr unterhaltsam, sehr flüssig und sehr professionell gemacht. Im Grunde kann man nicht genau erklären, wie seine Commentaries wirklich auf einen wirken, es sei denn, man hat wirklich seine Videos gesehen. Deswegen steht er ja auch in der Beschreibung verlinkt. Und als letztes 402 Thunder 402 oder eben Thunderstruck Drug Gaming, den einige von euch vielleicht über Maxi FPS kennen. Auch über Max FPS habe ich ihn damals gefunden und im Jahre 2012 auch bestimmt 90% aller seiner Videos mir angeguckt. Ein sehr witziger Kommentator, der wirklich sehr extrovertiert ist, sage ich jetzt mal, und öfter mal auch rumschreit in seinen Commentaries und einfach sehr unterhaltsame Commentaries macht und sich oftmals auch über das Spiel abfuckt. Themen-Commentaries bleiben bei ihm größtenteils eigentlich aus. Sag ich jetzt mal, ernste Themen-Commentaries und die sogenannten Rants, also einfach nur Videos, wo er mal einfach über irgendwas dahin labert, was ihm gerade einfällt, sind bei ihm eigentlich vorrangig, aber das macht er auch ziemlich gut. Gut, bevor wir jetzt zu einigen Rahmeninformationen noch zu dem neuen Jahr kommen, zeige ich euch jetzt mal erstmal einen kurzen Clip, den ich noch vergessen habe, euch als Weihnachtsgrüße darzustellen, nämlich ich, wie ich mit zwei anderen Ichs tanze. Im Elfenkostüm. Viel Spaß dabei. Ja, und mit diesem Clip, der vielleicht jetzt auf einige von euch ein bisschen verstörend gewirkt habe, kommen wir jetzt in den
Rest dieses Videos. Und zwar erstmal Informationen zu den Gast-Gameplays. Ich habe meine Gast-Gameplays weiterhin noch in meiner Google Docs-List eingespeichert. Ja, und ich werde jetzt kurz mal diese Liste vorlesen von den Leuten, dessen Gameplays ich noch nicht verwendet habe, die aber immer noch in meiner Liste stehen und die abgearbeitet werden müssen. Einerseits ist das hier Sword bzw. Starry 4 Oke oder so, eine 61:5 Herrschaft in Call of Duty Modern Warfare 3. Dann haben wir 3X Killer oder Schlachter Game LP mit einem TDM auf Fallen 38:3. Wir haben HSO Speed oder Mr. Griffin mit einem 43:6 Herrschaft auf Firing Range. Dann haben wir iRyan oder KirmesKing24 mit einem Infected auf Resistance. Wir haben ForceJillo oder ANGV2 mit einem Abschuss bestätigt auf Resistance. Wir haben iReaction mit einem Herrschaft auf Plaza, wobei ich an dieser Stelle sagen muss, dass ich dieses Gameplay bereits in meiner eigenen Dateifreigabe gespeichert habe. Das heißt, du kannst das theoretisch aus deiner Dateifreigabe löschen, wenn du das hier gerade hörst. Dann haben wir iHexer mit einem Herrschaft auf Drohne oder Drone und einem Herrschaft auf Hijacked. Und dann haben wir den Razer von Slicks Gaming, guter Kollege ja von mir, mit einem Herrschaft auf der Map Grid. An die Leute, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, also die Leute, dessen Gameplays ich noch nicht verwendet habe, die aber noch in meiner Liste stehen, geht einfach der Aufruf, bitte löscht eure Videos, eure Gameplays, weder aus eurer Dropbox noch aus eurer Dateifreigabe, je nachdem, wo ihr das Ganze gespeichert habt, solange ich das Gameplay eben noch nicht verwendet habe oder euch explizit eine PM sende von wegen, ja, ich habe jetzt das Gameplay abgefilmt oder nein, ich werde dein Gameplay nicht annehmen. Sowas in der Art. Lass es so lange bitte noch in der Dateifreigabe drin, dass es bis jetzt noch nicht verwendet worden ist. Heißt nichts. Ich werde jetzt im Jahre 2013 viele Gast-Gameplays auch wieder verwenden und ich werde unter anderem auch auf MW3-Gameplays jetzt im Nachhinein wieder zurückgreifen, denn jetzt ist so ein bisschen ja die Black Ops 2-Hype abgeflaut und jetzt kann man wirklich wieder getrost Modern Warfare 3-Gameplays bringen und da werde ich auch über die Modern Warfare 3-Gameplays, die mir hier eingesendet wurden, sind, zurückgreifen. Jetzt als letztes noch einen kleinen Aufruf an jeden, der bis hierhin das Video noch sieht. Der German LPK hat eine sehr nette YouTube-Umfrage, die ich auch natürlich in der Beschreibung verlinken werde, gestartet, wo ihr im Grunde auch in einem Google Docs-Formular durch ein paar Multiple-Choice-Fragen, ein paar Ankreuz-Fragen die YouTube-Szene, die Kommentatoren-Szene und unsere Videos bewerten dürftet, sowas einstellen, einsenden dürft, wie euer Lieblings-Shooter, euer Lieblingsspiel 2012 und so weiter. Und der German LPK hat diese Umfrage eben nicht nur im Interesse für sich selber, sondern im Interesse der ganzen Kommentatoren-Szene erstellt, denn ihr könnt immerhin dadurch, dass ihr eure Stimmen quasi durch dieses Google Docs-Formular sprechen lässt, einfach ein bisschen mitbestimmen, welche Inhalte euch im 2013 zugeworfen werden von den verschiedensten Kommentatoren. Und da ich persönlich auch Interesse an dieser Umfrage habe und Interesse daran habe, dass ihr im Grunde eure Stimme in dieser Umfrage abgebt, verlinke ich diese Umfrage auch nochmal in der Beschreibung und an dieser Stelle in diesem Video. Das heißt, alle Leute, die bis jetzt hin noch zuhören, bitte Leute, füllt dieses Formular aus. Es dauert nicht länger als 5 Minuten, hilft aber mir und den anderen Kommentatoren in unserer Themen- und in unserer Konzeptfindung ungemein weiter. Und ja, ich glaube, das war alles im Grunde zu diesem Vorbote des Jahresrückblick. Wie gesagt, am 31.12. folgt dann der richtige große Jahresrückblick, wo wir im Grunde 2012 nochmal im Schnelldurchlauf durchfliegen. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt noch nicht ins neue Jahr, sondern sage erstmal ganz standardmäßig, ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Antti.